must be some kind of way out of here. Ich weiß nicht so richtig, wie ich diesen Block hier anfangen soll. Die letzten Tage waren wir in Hutzbreed und hier sind wir auf dem Berg. Zudem hat uns François mitgenommen. Hallo! François ist der Guide, mit dem Katrin und ihre Schwester vor 3 Jahren in Afrika unterwegs waren. Da haben wir die letzten Tage übernachtet. Für den Sound, das Mikrofon war zu laut eingestellt. Ja, während wir hier waren, haben wir uns so ein bisschen die Gegend hier angeguckt, waren unter anderem in einem Rehabilitations- und Auffangcenter für wilde Tiere. Das war ganz spannend, also das sah so aus. Und ist das Mikro an Fokus? Da ist er. Yay! Heute ziehen wir aus und weiter. Und vorher muss ich aber noch. Ja, der Abschnitt war dringend nötig. Wir sind jetzt schon einen Ort weitergezogen und heute ziehen wir dann halt auch zu dem nächsten Ort. Und. Oh, fuck, ist das hier morgens? Ich kann meine Atem sehen. Heute machen wir im Prinzip wieder dasselbe. Und das Tor schließt sich. Der Unterschied ist, dass wir diesmal ein bisschen länger fahren. Wahrscheinlich den ganzen Tag. Zu nah, zu hoch oder zu tief. So schnell gehen 3 Tage rum. Was ihr gestern gesehen habt, ist der Nationalpark um Cape Vidal herum gewesen. Und wir sind mittlerweile in St. Lucia. Ihr merkt schon, das ist ein Roadtrip. Was, wie und wohin, erkläre ich gleich nochmal. Vorher nur einmal ganz kurz das, was ihr gerade gesehen habt, die Zimmer da oben. Ist das cool oder was? Das Hostel hat statt normaler Zimmer halt auch Zelte oben zum Übernachten. Haben wir aber nicht gemacht, weil hier aktuell Winter ist in Südafrika. Das heißt, morgens und abends ist ziemlich, ziemlich kalt. Mittags ist aber trotzdem warm. Und es ist morgens halt auch noch dunkel und ab 16 Uhr ist es auch halt schon wieder 16 nicht, aber vielleicht eher so 17 Uhr. Ja, wir sprechen uns gleich wieder. Fast forward. Nächster Tag, wir sind in Durban. Wenn ihr euch fragt, was Durban ist, das ist Durban.
Eigentlich habe ich hier einen besseren Spot, um das zu filmen. Vielleicht kriege ich das nochmal hin, aber irgendwie ist das hier nicht so ganz einfach mit dem Haus und mit der Gegend hier. Und ich mag Dörben nicht. Dörben? Bleib stehen. Dörben ist eine größere, also Dörben ist eine richtige Großstadt. Wir haben uns aber fast gar nichts von Dörben angesehen, weil, ne, ist ein bisschen krass. Also wir haben wirklich unterschiedliche Leute gefragt, auch viele Locals und Leute im Hostel, die alle gesagt haben, Dörben City Center alleine als Weiße, besser ohne Rucksack und besser mit so wenig Geld wie möglich und am besten auch nur ein Telefon, dann wird halt nur eins und nicht beide geklaut. Ist schon heftig. Und wo wir jetzt hier sind, das ist Durban North, was sich auch nicht so richtig geil anfühlt. Ich habe schon spaßeshalber gesagt, dass hier wäre White People Paradise, weil alles voll mit weißen Snobbies ist. Und ja, zum Glück fahren wir ab. Wir sind jetzt einfach nur einen Tag länger geblieben für das Wi-Fi hier. Jetzt habe ich euch aber immer noch nicht erklärt, was mit dem Roadtrip ist. Also nur um euch mal so einen Eindruck zu vermitteln. Das ist halt Durban North. Wir haben im Marloth Park in der Nähe vom Krüger Park angefangen. Wo wir hinwollen ist Kapstadt. Und von Marloth Park direkt nach Kapstadt sind so ungefähr 1800, 1900, 2000 Kilometer. Mit den Umwegen, die wir jetzt schon gemacht haben. Also wir sind ja von Committeeport Marloth Park hoch nach Hoodsplit, runter nach Glasgow, runter nach Selby, runter nach St. Lucia. Hierhin nach Durban wollen jetzt zu unserem nächsten Stop nach Coffee Bay und allein mit den Stops werden wir schon um die 4000 Kilometer machen, wenn ich das richtig auf Google Maps ausgerechnet habe. Könnte ein bisschen dauern und wenn ihr euch fragt, wie ernst gemeint das war mit, dass ich keinen Plan habe, was hier passiert, wir haben im Moment von Tag zu Tag geplant, wann wir wohin fahren. Ruhe, ich darf hier auf dem Rasen liegen. Ja, wir haben hier. Moment. Back in the Gastronomie, nur um euch zu sagen, dass es jetzt halt wieder da geht. Coffee Bay. Also nicht so wirklich. Coffee Bay ist eigentlich da. Aber eigentlich ist die ganze Gegend hier Coffee Bay. Es ist morgens und drei Tage später. Hier haben wir übrigens die letzten Nächte geschlafen. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht und ich habe keinen Plan, was passiert und was das hier wird. Und es ist im Grunde genommen immer noch so, aber ich glaube, manchmal geht es im Leben gar nicht so sehr darum, die passende Geschichte herauszufinden oder den Sinn herauszufinden, sondern manchmal geht es beim Leben und vor allem bei kreativer Arbeit einfach darum zu machen. Und wir machen jetzt einen Abflug. Nach Kenton. On sea. Kurzer Kreativkurs aus Kenton. Es war besser. Ich habe die Feststellung gemacht, dass Menschen, die mit Kreativprozessen nicht so vertraut sind
oder auch von sich selbst behaupten, dass sie nicht kreativ sind. Und ich glaube, dass jeder von uns kreativ ist. Jeder auf seine ganz eigene Art und Weise, mit seinen eigenen Fähigkeiten und Ideen. Sowas wie nicht kreative Menschen, glaube ich, gibt es nicht. Häufig Dinge sagen wie, ich muss drüber nachdenken, es ist nicht perfekt, ich weiß nicht. Und genau darin liegt sehr häufig das Problem. In meinem Studium war es häufig so, dass wenn wir uns an ein Projekt dran gemacht haben oder wirklich was entwerfen mussten, und deswegen liebe ich mein Studium auch so sehr, also dass das ich jetzt mittlerweile durch bin, weil es so praktisch war und wir immer was umsetzen mussten. Und darüber reden war der Anfang. Denn schlimm ist immer, wenn wir eine Idee haben, wenn wir was vorhaben, aber es immer nur in unserem Kopf bleibt. Selbst beim Brainstorm wird ja das, was wir in unserem Kopf haben, auf Papier gebracht oder ausgesprochen. Und dann nimmt es Form an. Dann ergibt sich endlich die Möglichkeit, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Perspektive zu wechseln. Einfach mal einen neuen Ansatzpunkt zu suchen, zu gucken, was da ist. Und wenn es dann schief geht, ist ja auch nicht so schlimm. Einfach wieder aufstehen und weitermachen. Aber wichtig ist halt, machen. Sonst passiert einfach nichts. Ist so ein bisschen wie mit dem Block hier und dem Lichtverhältnis. Ich habe keine Ahnung gehabt, was daraus wird. Ich habe gestern fast zu Ende geschnitten und festgestellt, es ist vielleicht ein bisschen zu lang. Ich mache regelmäßig Videos, die ich am Ende nicht besonders gut finde. Aber zwischenzeitlich sind welche bei, die ich geil finde. Und das funktioniert nur, weil ich es mache. Und das ist bei Kreativprozessen und im Leben genau dasselbe. Nur wer Macht hat, hat Macht. Und nur wer Macht hat, macht. Wir ziehen jetzt weiter nach Jeffreys Bay und haben mittlerweile Kilometer hinter uns und ich habe echt keinen Bock mehr zu fahren. Aber zu surfen, das machen wir in G-Bay. Bis dahin, setzt die Segel und rasselt die Säbel. Dieses Jahr werden Träume erobert.